meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Blackbox im Rahmen des Filmfest München zu einer neuen Ausgabe des Quartetts der Spielekultur. Mein Name ist Melik Weigel. Ich bin nicht alleine hier, mein Kollege Markus Richter. Wir werden uns aber gleich ein bisschen näher vorstellen, denn heute erwarten uns Großes und Sie haben alles richtig gemacht, dass Sie heute hier zu uns gefunden haben. Zu dieser dritten Ausgabe des Quartetts der Spielekultur von der Stiftung Digitale Spielekultur, und das alles wäre nicht möglich ohne die eine Frau, die alles Fäden in der Hand hält, das alles organisiert und möglich macht. Und jetzt ein paar salbungsvolle Grußworte zu uns sprechen. Herzlich willkommen, Christiane Gerke. Auch von mir herzlich willkommen. Die Stiftung Digitale Spielkultur hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles rund um das Medium Computerspiele und Digitalisierung ein bisschen voranzutreiben. Daraus ist auch das Quartett der Spielekultur entstanden. Ich selber arbeite seit 2005 in dieser Branche. Seitdem ich für die Stiftung arbeite und dieses Projekt meins ist, bin ich noch ein bisschen glücklicher über das, was ich tun darf. Wir sind in Staffel 1, Episode 3, nach Berlin, unserem Kickoff nach Leipzig. Da sind wir auf den Medientagen Mitteldeutschland gewesen, ganz genau. Immer in einer bewährten Besetzung mit Melek. Wo ist er denn? Hinter dir. Und Markus Richter. Von meiner Seite aus auch nochmal Danke an das Filmfest München für die tolle Orga. Es ist alles super gelaufen, es war sehr entspannt und es funktioniert alles. Danke auch schon mal im Vorfeld an mein Kamerateam und danke an Werk 1 Games Bavaria. Hier vertreten durch meinen lieben und langen Freund Robin Hartmann. Werk 1 Games Bavaria hat mich auch unterstützt, beziehungsweise das Quartett. Und spricht jetzt auch noch ein paar salbungsvolle Worte. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß. Danke, liebe Chrissy. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Der Stiftung lege ich schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, in den Ohren und sage, ihr müsst endlich mal runterkommen, sonst nach München auch hier was machen, denn vor allem der kulturelle Aspekt von Spielen muss auch hier vertreten sein. Ich freue mich, dass das auch jetzt hier im Rahmen vom Filmfest stattfinden kann. Und wer mich noch nicht gesehen hat, was hier die meisten sein sollten, mein Name ist Robin Hartmann, ich sitze im Werk 1, das ist hinten beim Ostbahnhof. Sagt euch wahrscheinlich was auf dem Werksgelände, das ist ein Gründerzentrum, aber ich betreue auch Games Bavaria. Das ist die Marke für die bayerische Spielindustrie vom Bayerischen Digitalministerium und wir machen nicht nur einzelne Veranstaltungen, wir sind auch Ansprechpartner für Interessierte an der Spielindustrie, für tatsächlich die Entwickler und Publisher in der Spielindustrie. Wir versuchen alle miteinander zu vernetzen, aber auch internationale Sichtbarkeit auf unseren Standort zu bringen, damit Firmen zu uns kommen, aber auch die Firmen, die wir hier vor Ort haben, das sind weit mehr als 100 Stück, die in der Spielindustrie tätig sind, einfach auch ihre Sichtbarkeit bekommen. Aber viel mehr könnt ihr dabei darüber auf unserer Webseite erfahren, www.games-bavaria.com oder de. Ich freue mich, dass ich ein paar hier verirrt habe und vor allem auch über das Thema Watch Dogs. Eins meiner eigenen Lieblingsspiele, ich habe das vor ein paar Monaten wieder ausgepackt, das heißt, ich bin auf die Diskussion gespannt und ich wünsche euch viel Spaß. Na, ich hoffe, dass wir dem auch gerecht werden. Einen großen Applaus, Robin Hartmann von Games Bavaria. Vielen lieben Dank auch von uns an dieser Stelle. Und ja, jetzt geht es schon fast los, Markus. Aber erstmal würde ich sagen, hast du die Ehre, dich selbst mal vorstellen zu dürfen. Ich bin Markus Richter und spreche Mikrofon. Ich tue das meistens für Leute von Kultur, rezensiere dort auch Videospiele, darf das dort, würde ich mal fast sagen. Ich treibe mich ansonsten auch so ein bisschen Podcast und medienpädagogischen Bereich rum und manchmal hier und du bist. Ich bin Melek Balgen, im Internet kennt man mich eher als Melli. Ich bin tatsächlich ehemalige professionelle Counter-Strike-Spielerin, habe damals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, Jahre 2007. Das ist fast schon nicht mehr wahr. Und habe dann im Jahr 2012 ans Mikrofon wechseln dürfen. Und ja, hatte auch die Ehre, im letzten Jahr für den Grimme-Preis nominiert gewesen zu sein mit meinem Art of Gaming-Projekt von Arte Kreativ. Und dieses Jahr durfte ich sogar eine Auszeichnung entgegennehmen. Herzlichen Glückwunsch! E-Sport, der Deutsche Sportjournalistenpreis, leider nur Silber, aber hey, ich freue mich. Denn danke, dass ihr mich mitfreut. So, wir sind aber ein Quartett, das heißt, da fehlen noch zwei und wir haben die eingeladen bei München und wie gibt es da so, kann man einladen, wer viel zu sagen, ja. Ist meinungsstark. Ja. Und dann ist uns ganz bewusst aufgefallen, die beiden Leute, die wir eingeladen haben, sind im Prinzip, man könnte fast sagen, deutschlandweit, die decken die alles ab, was deutscher Videospiele-Journalismus so zu bieten hat.
Na, Markus, wenn du das sagst, würde ich sagen, begrüßen wir auch direkt unseren ersten Gast hier auf der Bühne. Deswegen bitte begrüßt mit mir unter einen Tosenapplaus eurerseits Petra Schmitz, ja, leitende Redakteurin der GameStar hier bei mir auf der Bühne. Petra ist auch passionierte Computerspielerin seit jeher eigentlich. Richtig, und im selben Genre angesiedelt wie ich, wo ich mich natürlich sehr drüber freue, First-Person-Shooter-Action-Games. Und ich bin gespannt auf das Spiel, was du uns gleich mitgebracht hast. Aber Markus, ein Quartett, das gibt der Name ja schon vor, das braucht noch einen vierten Gast. Um das so ein bisschen einzuordnen, ne? Also Petra Schmitz, GameStar, Media, man könnte Core-Gamer-Medien sagen. Und dann gibt es noch die andere Seite, so neue Formate ausprobieren, an den unmöglichen Stellen Dinge mit Spielen machen, etwas auf Papier herausbringen, dass ich ein Spiel damit, wie als Bookazine, als Magazin, nämlich, oder auf völlig neuen sozialen Medien wie Instagram probieren, Videospielrezensionen. All das versucht Christian Schiffer. Herzlich willkommen. Fantastisch. Und was man natürlich unerwähnt lassen sollte, ebenso auch im öffentlich-rechtlichen Radio zu hören mit seinen Spielrezensionen beim Bayerischen Rundfunk und beim Deutschlandfunk. So, auf jeden Fall eine wahre Runde. Zu viert und wollen dies einem Quartett im Gebührt Spiele besprechen und denken uns aber immer auch ein gemeinsames Thema aus. Und das Thema heute, was alle diese vier Spiele, über die wir sprechen wollen, verbindet, ist die Zukunft. Die Zukunft, die in diesen Spielen dargestellt wird und was wir vielleicht darüber lernen können, über unsere eigene Zukunft. Und wir beginnen mit einem Titel, der nicht mehr ganz aktuell ist, aber einen ganz wichtigen Punkt, wenn man über Zukunft spricht, mit anspricht, nämlich Watch Dogs, den Melli mitgebracht hat. Ganz genau. Und das Schöne an unserer Agenda für den heutigen Tag ist halt, dass wir tatsächlich verschiedene Zukunftsvisionen. Verschiedene Zukunft. Visionen sind es ja zum Teil gar nicht, weil meiner Meinung nach sind wir gar nicht so weit entfernt von Watch Dogs oder von dem, was in Watch Dogs passiert. Aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf den Nachmittag hier und auf die Spiele, die wir dabei haben. Und wie Marco schon gesagt hat, darf ich den Anfang machen mit Watch Dogs bzw. Watch Dogs 2 dann im Anschluss. Aber ich habe euch einen Trailer mitgebracht, um einen Einstieg in diese Serie zu finden, diese Spielserie. Gucken Sie ihn direkt einfach einmal an. So, das ist Watch Dogs 1. Wir haben Aiden Pierce, er ist ein irisch-amerikanischer Hacker, der im fiktiven Chicago angesiedelt ist. Das Spiel spielt auch im fiktiven Chicago, welches in naher Zukunft liegt, wie man so schön sagt. Und dieses Chicago unterliegt mehr oder weniger in Herrschaft einem übergreifenden Computernetzwerk namens CTOS, also Central Operating System. Und damit kann man wahnsinnig viel tatsächlich auch an Schabernack treiben, wie wir hier jetzt zum Beispiel sehen. Aiden hat sich das System eingehackt und einfach mal die Straßenlichter bzw. die Ampelanlagen außer Gefecht gesetzt. Und hier wird halt wunderschön deutlich, was mit so einem zentralen übergeordneten System alles machbar ist, wenn der Falsche oder die Falsche am Knöpfchen sitzt. Hier ist eine kleine Anspielung an den City Blackout im Jahre 2003. Das war auf jeden Fall der Trailer, der einen kleinen Einblick in die Watch Dogs 1 bietet. Und Aiden Pierce, die Geschichte von ihm ist, dass er mit seinem Partner damals die Bankkonten eines großen Hotels leeren wollte. Das ist nicht geschafft, hat es aufgeflogen, wohingegen ein Attentat auf ihn verübt wurde, wo seine Nichte zu Tode kam, und seitdem versucht er natürlich, seine Nichte zu retten. Eine düstere, dunkle Gestalt, die
Selbstjustiz ausüben möchte, wenn man das so sagen möchte. Und auf viele, viele Dinge stößt, die ich natürlich jetzt nicht spoilern möchte, falls wir Leute haben, die das noch spielen möchten. Aber ich glaube, das Grundprinzip des Spiels wird klar. Der Informationskrieg, dieses Spiel wurde im Jahre 2014 entwickelt von dem Studio, von dem Publisher Ubisoft, im Studio Ubisoft Montreal, also in Kanada. Und wird in das Genre Action-Adventure Open World eingestuft. Ist auf verschiedenen Plattformen publiziert worden, Windows, PlayStation, Xbox und tatsächlich dann auch ein halbes Jahr nach Release auf der Wii U. Und die Entwickler haben seit 2009 an diesem Spiel gearbeitet tatsächlich und die Hackergruppe Anonymous, bestimmt ein Begriff für den einen oder anderen hier, war tatsächlich auch so ein bisschen die Inspirationsquelle für dieses Spiel. Und ja, werfen wir einen Blick auf Watch Dogs 2, das ist der Nachfolger von Watch Dogs 1. Und hier sitzen wir im bunten San Francisco, auch gar nicht mal so weit entfernt von der Zeitrechnung oder von dem Zukunftsgefühl tatsächlich. San Francisco war die zweite Stadt, in der CityOS eingepflegt wurde sozusagen und Markus, unser Protagonist, wird für ein Verbrechen bestraft, was er nicht begangen haben soll. Und danach beschließt er zusammen mit einer Hackergruppe, sich einer Hackergruppe anzuschließen, beziehungsweise erst mit ihnen zusammenzuarbeiten, DedSec nennt die sich, und das CityOS 2.0 in San Francisco außer Gefecht zu setzen. Und im Laufe dieses Voranschreitens der Story wird halt klar, dass da noch viel Größeres hinter sitzt. Also ein bisschen spoilern muss ich, glaube ich, dann schon. Aber ja, Markus findet heraus, beziehungsweise zusammen mit DedSec, dass Unternehmen die Daten aus CityOS für ihre Zwecke nutzen, um ihre eigenen korrupten Machenschaften zu unterstützen. Und Markus versucht halt zusammen mit DedSec, diese Unternehmen zu entlarven. Und im Zuge dessen passiert halt auch, beziehungsweise werden sie auf eine weitere Software aufmerksam, die nennt sich Bellwether. Das ist eine Datenmanipulierungssoftware, die tatsächlich von dem CTO, von der Firma, die CTOS ins Leben gerufen hat, instrumentalisiert wird, um die Wirtschaft und die Politik zu beeinflussen. Also wie wir sehen, Daten sind tatsächlich Macht und das wird in diesem Spiel halt auch wirklich sehr deutlich und sehr klar. Das Spiel selber ist wie gesagt schon im Action-Genre angesiedelt, aber Watch Dogs 2, da kommt es wirklich nicht unbedingt aufs aktive Schießen an. Das ist so ein bisschen schwieriger. Es wird eher Wert darauf, beziehungsweise kommt man viel schneller zum Erfolg, wenn man sich so mehr auf den Hintergrund beschränkt. Ein bisschen mehr schleichen, ein bisschen mehr verstecken, ein bisschen mehr aus dem Hinterhalt angreifen, ohne wirklich aktiv wie in GTA durch die Straßen zu fetzen und Unsinn zu veranstalten. Und viele, viele Mechanismen gibt es noch, die in diesem Spiel ineinander greifen, die zum Beispiel auch den Ruf von Markus, beziehungsweise der Ruf von Markus wird auch in dem Spiel instrumentalisiert. Man kann, wenn man polizeilich gesucht wird, werden die Bewohner der Stadt auf einen aufmerksam, im negativen Sinne natürlich. Wenn man jedoch hingeht und versucht, gut zu sein und gut zu arbeiten, wird einem auch sehr freundlich begegnet und das ist eine ganz interessante Sache. Aber was ich halt wirklich spannend finde an der Sache ist, dass das Spiel in der vermeintlichen Zukunft spielen soll, aber im Prinzip haben wir ja schon Umstände, die mit der heutigen Zeit sich wirklich sehr deutlich überschneiden, wie zum Beispiel der vermeintlich manipulierte Wahlkampf, der amerikanische, mithilfe von Social Media, der mithilfe von Social Media vorangetrieben wurde und oder
ja, allegedly vorangetrieben wurde. Und vor allen Dingen, was ich halt auch sehr spannend finde, ist die Teilnehmer in dieser Spielewelt sind alle Gläser. Also wenn man die entsprechenden Fertigkeiten ausgebaut hat, hat Markus wirklich Zugriff auf alle Informationen der Menschen, die da umherlaufen, kann die Bankkonten im Vorbeigehen anzapfen und all sowas. Und was mir dann sofort ins Gedächtnis geschossen ist, ist, was zum Beispiel in China passiert mit dem sozialen Rating-System der Bewohner, die dann je schlechter das Rating absinkt, was seitens der Regierung halt auch geführt wird, desto mehr Limitationen werden ihnen auferlegt. Sie dürfen keine Flugreisen mehr antreten und ähnliches. Und da habe ich halt sehr viele Überschneidungen gefunden. Punkt. Hat es was mit dir gemacht, dieses Spiel zu spielen, also dieser Typ zu sein? Weil ich das spannend an beiden Watch Dogs Teilen und auch, dass es in der Ankündigung zum neuen Teil, der jetzt erscheinen soll, ist. Und das finde ich ganz erstaunlich, dass die Bewohner der Welt Vieh sind eigentlich. Also es gibt sozusagen Charaktere der Geschichte, die eine Rolle spielen, also eine Aufgabe haben, dramaturgische, aber gerade dieses, man geht in der Stadt vorbei und die Menschen sind halt keine Menschen mehr, sondern Geldbörsen. Mhm. Ja, man zapft die quasi an. Ne? Und das ist, und ich finde das erstaunlich, dass das Spiel das auch immer weiter treibt. Im ersten Teil kann man halt jedem in die Brieftasche laden. Das heißt, die Menschen werden für mich ein Mittel zum Zweck, ich kann mein Konto. Im zweiten Teil, wo es darum geht, dass man Follower aggregiert, werden die halt zu Stimmvieh, wenn man so will. Und jetzt im dritten Teil, wo es ja dann so sein soll, dass man verschiedene Charaktere übernehmen kann, sind auch die Menschen eigentlich nur Hüllen und Werkzeuge. Und daher finde ich ganz erstaunlich, dass die Charaktere, die ja die Guten mehr oder weniger sein sollen, eigentlich genauso agieren wie die großen Firmen, die alles vernetzen und verkaufen wollen, indem sie einfach die Welt sich untertan machen und missbrauchen. Die führen das so ein bisschen meines Erachtens nach diesem Robin Hood-Prinzip vor. Ne? Das ist, aber das passiert ja gerade nicht. Ja, aber es wird so kommuniziert. So, wir wollen die große Company Bloom stürzen, weil die uns Böses tun und wie du schon sagtest, werden die Menschen selbst instrumentalisiert. Und ich meine, das haben wir ja, wie gesagt, heutzutage schon. Ich komme ja aus einer Branche, aus dem E-Sport, wo wir noch heute mit großen DDoS-Attacken auf unsere Server umgehen müssen, wo dann auch quasi riesengroße Botnetze von der ganzen Welt zusammengespannt werden, um dann so ein Turnier-Organizer lahmzulegen. Und ich meine, sicherlich passiert das auch auf einer ganz anderen Ebene schon in unserer Zeit, aber das Beispiel ist jetzt zum Beispiel sehr nah an mir dran. Und im Prinzip ist das erschreckend real, was in diesem Spiel da so passiert, weil wir werden ja auch irgendwo instrumentalisiert von den ganzen Influencern, die uns zum Beispiel in ihre Marketing-Richtung drücken möchten, um ein großes Unternehmen zu benefiten, damit wir genau dieses Produkt noch einmal mehr kaufen. Also, wenn man da erschreckend real. Ja, einerseits, aber andererseits, und das werfe ich übrigens beiden Watch Dogs Titeln vor, sie sind auf der ganz obersten Ebene, sind sie im besten Fall ein zynischer Kommentar, aber auch ganz, ganz weit oben. Und je mehr man von diesem Spiel oder von diesen beiden Spielen eigentlich erwartet, desto mehr, also wenn man kann ja zum Beispiel als Markus sich sozusagen in die Wohnzimmer von anderen Leuten reinhacken und denen zuschauen bei dem, was sie gerade machen. Da hat man zum Beispiel irgendwie die Sextelefonistin, die dann plötzlich mit ihrem Nachbarn, die ihren Nachbarn am Rohr hat. Aber das bleiben halt so Momentaufnahmen. Also das sind halt keine Geschichten, die erzählt werden, sondern es sind halt so Lacher oder wird jemand misshandelt, zack, der Nächste. Oder da gibt es irgendwelche Auseinandersetzungen. Aber dieses Spiel kommentiert diese Sachen nicht. Sie passieren einfach. Und deswegen, ich habe mich gerade bei Aiden Pierce ist nochmal was ganz anderes als dieser Markus. Aiden Pierce hat ganz andere Probleme als Watch Dogs 2.
Aber was mich bei Watch Dogs 2 halt tierisch genervt hat, war, dass es immer nur eine oberflächliche, zynische Betrachtung der ganzen Angelegenheit ist. So wie du sagst, man benutzt dieselben Mittel wie die anderen auch. Und das auch nicht immer for the greater good, sondern eben auch, um blödsinnigsten Schabernack zu treiben. Und letztendlich läuft es halt auch in Watch Dogs 2 immer in irgendeiner Form auf Zerstörung hinaus. Irgendjemand stirbt immer. Also dieser Marcus wäre gerne der Held, ist es aber nicht in meinen Augen. Noch weniger, also der Aiden noch viel weniger, aber... es ist ein zynischer, sehr oberflächlicher Kommentar und darunter ist einfach nur für meine Begriffe Gameplay aneinandergereiht, das aber mein Wunsch, das Spiel oder diese Welt, die da dargestellt wird, einzuordnen, nicht erfüllt. Also ich finde es zunächst einmal gut, wenn sich ein Spiel etwas vornimmt in der nahen Zukunft. Das finde ich, machen Spiele viel zu selten. Sehr oft geht es halt irgendwie in die weite Zukunft hinaus mit Raumschiffen. Also das gefällt mir gut und das war ein Spiel. Mittlerweile ist es ja sehr angekommen in der Popkultur, vor allem durch die Serie Black Mirror. Sie haben damit angefangen, weit bevor diese Serie gekommen ist. Das gefällt mir gut. Und natürlich, das Thema ist interessant, es ist natürlich sehr in your face. Es lässt fast jegliche Subtilität vermissen. Was ich aber interessant finde, ist dieser Gedanke, der dort drin steckt, dieser Smart City. Weil das ist ja eigentlich das, was man dort hat. Man hat so diese perfekte Smart City, das ist so dieses Buzzword. Wir wissen, dass zum Beispiel in Japan, glaube ich, oder in Südkorea, irgendwie Panasonic baut eine Smart City. Und da gibt es aber dann riesige Probleme, weil die können zum Beispiel wirklich gehackt werden. Und die können wirklich mit Viren, haben wirklich mit Viren zu kämpfen. Und dann muss da irgendwie ein neue Software eingespielt werden und so weiter und so fort. Also ich finde die auch schnell dann veralten und ganz kurz. Ja. Und ich finde, das ist eine Diskussion, die man viel intensiver führen müsste. Man müsste auch diesen Begriff, glaube ich, sich viel kritischer nähern. Und dazu, finde ich, kann dieses Spiel schon einen wertvollen Beitrag leisten. Es ist ja auch so eine meisterpropperhafte, sehr cleane Stadt, was ich da so interessant finde. Das sieht man ja auch auf diesem Bild. Da würde ich aber direkt widersprechen wollen, weil das eben das Spiel genau nicht tut. Es zeigt nur das Abziehbild, aber bei mir gibt es überhaupt gar keine Diskussion dazu, weil hier wird ja nur kommuniziert, also es gibt diese Stadt und es ist schon alles ganz gut, aber die Falschen betreiben sie. Wir vergessen hier einen Aspekt, dass hier tatsächlich auch wirklich nochmal herausgearbeitet wird, dass alles Menschengemachte auch von einem Menschen zerstört oder angegriffen oder utilisiert oder als Werkzeug. Ja, aber letztendlich ist es aber immer so, dass man dann sagt, okay, das Analoge gewinnt dann, weil letztendlich irgendwie geht es dann eben um die Zerstörung. Ja. Und das ist dann eigentlich so die Macht dagegen. Und naja, und ich finde, ich weiß nicht, ob man das vom Spiel erwarten kann, aber wenn ich mir diese Diskussionen anschaue, zum Beispiel über Smart Cities, gibt es ja interessante Debatten, zum Beispiel in Barcelona, ja, also wie kann man den Bürgern die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben. Die Stadt München hat jetzt gestern ein Portal angekündigt, wo sie einen Single-On-Service anbieten, also wirklich sich als Kommune hinstellen und sagen, wir schützen eure Daten, weil wir das ernst nehmen, anders als im Silicon Valley. Aber das ist durch Watch Dogs 2 verursacht? Das ist durch Watch Dogs verursacht? Ich finde, wenn es sozusagen um die Lösungsmöglichkeiten geht und wie man damit umgeht, hätte man vielleicht ein bisschen subtiler und ein bisschen bessere Alternativen aufzeigen können, als, sagen wir mal, alles kaputt zu machen. Weil, wie gesagt, die dahinterstehende Frage ist super spannend. Letztens habe ich gelesen, in Südkorea ist irgendwie das Internet für 8 Stunden ausgefallen und keine Sau konnte da mehr Geld überweisen und so langsam ist da irgendwie so die Zivilisation in dieser Stadt auseinandergebrochen. Und das sind ja hochspannende Fragen, nur die Lösung ist eben nicht, sind nicht Explosionen, sondern die Lösung sind offene Daten. Die Lösung ist eben sich zu überlegen, okay, wie können wir das, was so eine Stadt ausmachen soll, vielleicht dem Bürger tatsächlich zurückgeben. Und ich finde, es ist eine sehr amerikanische Lösung, die dieses Spiel dann halt propagiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das jetzt von so einem Spiel verlangen muss. Ich wollte gerade. Aber da, klar. Aber es wäre ja interessant gewesen, man hat diese Hackergruppe, wie arbeiten die? Was ist denn ihr sozusagen Zukunftsentwurf? Zumal, wenn es halt darum um solche Dinge geht, und die gibt es ja auch, ne? Also Offenheit, Open Source und diese ganze Geschichte. Und ich glaube, das hätte man, sagen wir mal, zumindest irgendwie aufscheinen lassen können, dass man natürlich auch in der digitalen Sphäre mit digitalen Mitteln auch Dinge zum Besseren verändern kann.
Ich meine, ich fand dein Argument mit den 8 Stunden Internetausfall sehr interessant. Da wollte ich nur kurz anmerken, dass wir gestern 8 Stunden WhatsApp, Instagram und Facebook-Probleme hatten. Und dass Gott sei Dank hatte ich Wasser vorrätig. Jetzt stell dir das mal vor. Nee, jetzt einfach mal so kurz darüber nachgedacht. Allein das hat ja schon wirklich zu großen Natürlich. Problemen in der Kommunikationsstruktur geführt. Genau. Und all sowas. Also ich finde, durch Titel wie diese, die eben, wie du sagtest, sich endlich mal mit der nahen Zukunft, sonst haben wir immer diese Sci-Fi-Titel, die halt im nächsten Jahrtausend spielen. Ich überspitze das natürlich. Ich finde es tatsächlich sozusagen, ich glaube, das ist eine Diskussion, die ist ein bisschen gestrig, weil momentan beobachte ich eher, dass es, also vielleicht nicht unbedingt die ganz nahe Zukunft, aber dieses Quasi-Realismus ist. Also beide Titel, über die wir heute, also die beiden Titel, die jetzt gleich noch kommen, die sind beide in so einem Ding, das ist noch nicht heute so, aber das ist genau so auch, vielleicht denkbar von daher, finde ich so ein bisschen gut. Aber das hat sich vielleicht auch alles ein bisschen gedreht in den letzten 5 Jahren. Also ich glaube, so diesen Einfluss eben von Black Mirror und diesen Geschichten darf man da, oder The Circle von David Eggers, das Buch, das darf man alles nicht unterschätzen. Ich würde schon ein bisschen früher anfangen mit. Ja. Also ich würde Watch Dogs und The Circle in die eine Ecke stellen, nämlich also marktschreierisches Cover, aber dann viel heiße Luft. Und vielleicht Black Mirror sozusagen wohlüberlegt erzählte Geschichten, die den Punkt sozusagen ein bisschen subtiler und auch komplexer machen. Vielleicht war die nicht ganz so ideal, die Message, die da mitschwingt. Da ist ja keine Message. Die Message ist, wenn du ein gewaltbereiter Mann bist mit digitalen Fähigkeiten, dann liegt die Welt dir zu Füßen und alle anderen Menschen sind die Message alt. Ist, dass wir wissen müssen, dass alles Menschengemachte auch von Menschen zerstört werden kann. Wie seht ihr denn die Figur des Hackers dort? Weil das fand ich ja auch interessant. Ich meine, das reden wir jetzt ausschließlich über Watch Dogs 2 oder 1? Ich habe Watch Dogs 1 so gespielt. Ja, ja. Weil ich... Ich habe ja im Prinzip schon alles gesagt, was ich zu Watch Dogs 2 sagen möchte. Watch Dogs 1, da hast du natürlich vollkommen recht. Also der Charakter dieser Marcus, den sie in Watch Dogs 2 eingebaut haben, der ist ja das Perfekt. Also ich möchte fast sagen, das absolute Gegenteil von Aiden Pierce. Aiden Pierce ist ja ein Charakter, der also rein optisch und rein von der Veranlagung her, Aiden Pierce ist halt ein Mensch, der einen Schicksalsschlag erlitten hat und dem nichts Besseres dazu einfällt, als noch mehr Schicksalsschläge herauszufordern und seine restliche Familie auch noch mal in Lebensgefahr zu bringen. Top Aiden, was für ein Penner. Und wirklich, also unglaubliche, unglaubliche Kreatur. Ich habe keine Ahnung, wer den geschrieben hat. Der Marcus ist ja eher so, natürlich, aber also das Umfeld auch, in dem er sich aufhält, ist ja eher am Anfang gerade von Watch Dogs 2 mehr so ein funny, lustig, deadsack, Hacker, wir sind alle Yo-Brüder, bunt und so weiter und so fort, und dann eskaliert das hinten raus und dann wird San Francisco in Schutt und Asche gelegt. Aber again. Also für mich haben beide Spiele, wenn dann eben nur einen zynischen Kommentar, ich hoffe ja, innerlich irgendwie so ein bisschen, dass die Autoren von Watch Dogs 1, dass das absichtlich so geschrieben worden ist, dass man sich eben selber mal so ein bisschen mit diesem Abgrund auseinander... Nein, natürlich ist es Quatsch! Das ist auch nicht... Also so ist es passiert, aber... Es gibt ab und zu die Situation, in der man sich wieder mal denkt, haben die Spielemacher das absichtlich gemacht? Nein, natürlich nicht! Nein, natürlich nicht! Aber man hofft es bei Watch Dogs 1 habe ich die ganze Zeit so gedacht... ja, vielleicht war das alles Absicht. Vielleicht legen die mir hier den Teppich aus und ich muss das selber interpretieren und ich muss mich selber hinterfragen in dem, was ich tue, was ich natürlich nicht mache, weil irgendwann mache ich wieder eine Ampel kaputt und dann fahren wieder 2 Autos ineinander und dann denke ich so, yes, und das ist das Spiel. Aber, weil wir noch 3 andere Spiele besprechen wollen, nach Möglichkeit, es sind jetzt, also... Christian auch hier Dinge angebracht worden. Es gibt Themen, die heute verhandelt werden, die eigentlich in dieses Spiel reingehört hätten. Kann man jetzt also dem geneigten Publikum empfehlen, wenn ihr euch mit dem Thema Smart Cities, vernetzte Welt, die Macht des einzelnen Hackers beschäftigt, muss man das dann nochmal gesehen haben oder kann man sagen, da haben wir heute drüber gesprochen, reicht? Du meinst, ob man es nochmal spielen müsste, Watch Dogs 1 oder was? Wenn man es noch nicht gespielt hat, sich für das Thema interessiert. Ich finde schon. Nein. Herr Schiffer?
Ich würde eher auf Watch Dogs 3 warten. Ja. Also, naja, also das ist wirklich interessant. Bei Watch Dogs 3 soll es so sein, dass man sich in jede Figur in diesem Spiel hineinversetzen das kann. Das sind wir übrigens in London. Das wird irgendwie mit künstlicher Intelligenz und so gemacht. Und das finde ich ja einen wirklich interessanten Ansatz. Weil, wurde ja gesagt, es ist ein Open-World-Spiel, also eine offene Welt. Und offene Welten wurden in den letzten Jahren vor allem immer dadurch definiert in ihrer Qualität, dass sie noch größer wurden. Aber man hat sozusagen selber selten versucht, wirklich etwas Neues in dieser offenen, etwas mit dieser offenen Welt wirklich zu machen. Und das ist dann tatsächlich, finde ich, ein neuer, interessanter Ansatz, dann zu sagen, okay, lasst mal was auch über diese Menschen in dieser offenen Welt machen, in die hineinversetzen. Insofern würde ich sagen, okay, Watch Dogs 1 gibt es, glaube ich, gerade im Angebot auf PlayStation, kann man mal reinspielen, aber warten auf Watch Dogs 3, schön GameStar lesen, ob das wirklich was ist. Und wenn GameStar irgendwas über eine 83 vergibt, dann kann man das gerne mal auf. Nicht kaufen, kann man machen. Okay. Du sagst aber, sollte man gesehen haben, Pflichttitel. Also, ich meine, wenn man Interesse daran hat, dann schadet es nicht, da mal reingeschaut zu haben. Ich finde es nicht absolut tote Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie ihr das gerade dargestellt habt. Nee, also da bin ich eine falsche Zungenstange. Nicht nochmal aufmachen, wir müssen weiter. Okay. Sorry. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Nein, ich glaube, die Ambivalenz ist klar. Also sicher, im Prinzip ist es halt auch schwer, das Rad neu zu erfinden. Und jeder, der so ein bisschen technikaffin ist, kann sich da natürlich nein. Aber das muss man dem Spiel vorwerfen, es hat die ganze Zeit so getan, als hätte es das Rad neu erfunden und noch eine politische Nachricht mitgebracht. Und beides stimmt einfach nicht. Und damit würde ich jetzt aber wirklich gerne in den Weltraum gehen. Okay, mein Lieber. Ja, das sind halt viele Feuilletonisten super deep und sonst. Also ich fand es halt wirklich nicht so schade. Aber gut. Robin, sorry, aber ich mag es nicht. Alles gut. Das ist der Robin, muss ich mal vorher entschuldigen. Robin ist großer Watch Dogs-Fan. Also wir dürfen auf jeden Fall nächstes Jahr nicht mehr hierher kommen, das bist du schuld. Wieso? Weil du sein Lieblingsspiel schlecht gemacht hast. Alter, ja. Gut, dann, also dann wir Kritik auf einigermaßen hohem Niveau. Ich war eine Schatz. So. Wenn wir dann sagen, herkommen, dann gehen wir jetzt wirklich in den Weltraum. Genau. Und dann nimmt uns Petra Schmitz mit. Gut. Tacoma. Genau, ich habe ein Spiel mitgebracht von Fulbright, das ist von 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Tacoma heißt es. Das ist im Gegensatz zu dem gigantisch großen Open-World-Spiel von Watch Dogs ganz klein. Es dauert so 2,5 Stunden. Wir schauen uns mal die Szenen an, die ich dafür aufgenommen habe. Wir spielen darin in Tacoma eine junge Frau, die heißt Amy, die kommt auf eine Raumstation, nämlich die Tacoma, die fliegt um den Mond. Und ist die Besatzung von verschwunden von dieser Raumstation. Und die Amy ist da, um die KI namens Odin sicherzustellen, weil die KI namens Odin gehört nämlich einer Kooperation, einem großen Konzern. Das wird gleich noch wichtig. Und die hätte gerne diese Odin-KI wieder, unter anderem deswegen, weil diese Odin-KI viele Aufzeichnungen gemacht hat von dem, was auf diesem Schiff vorgeht. Man kann das alles, was in den letzten Tagen und Monaten dort, nicht alles, aber so Snippets kann man eben als Augmented Reality-Filmchen sich anschauen und kann dann auch in den Kommunikationsstrukturen der einzelnen Boardmitglieder rumwühlen und man erkennt dann, während man das dann so macht, was da passiert ist, warum da niemand mehr an Bord ist. Und es wird hinten raus ein bisschen unangenehm. Es hat auch manchmal so ein paar so Momente, wo man sich denkt, so ja, die bösen Konzerne, klar, natürlich. Und die Konzerne sind auch der entscheidende Punkt an diesem kleinen Spiel, denn diese ganze Story ist eigentlich gar nicht so brutal wichtig und spannend. Die Raumstation selber ist jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär. Die Figuren sind schön dargestellt, man mag denen gerne folgen. Aber was das Interessante an Tacoma für mich persönlich war eben die Darstellung der sozialen Strukturen im Jahr 86 oder sowas. Man ist eben nicht mehr in Ländern verortet. Man gehört noch einer Republik an als Mensch auf der Erde, aber man gehört eben, man ist dann halt nicht mehr der Franzose oder man ist nicht mehr der Italiener oder sowas, sondern man ist der Typ, der für die Venturis Company arbeitet. Oder man ist der Typ, der für Amazon arbeitet. Amazon kommt tatsächlich auch namentlich in diesem Spiel vor. Und man verschreibt sich loyalitätsmäßig einem großen Konzern und relativ früh schon in seinem Leben. Und je länger man diesem Konzern angehört und je länger man für diesen Konzern arbeitet, desto mehr Loyalitätspunkte häuft man an. Desto mehr
Geld bekommt man, das man idealerweise auch innerhalb des Konzerns dann wieder ausgibt. Das heißt, man hat so eine Potenzierung von dem, was wir vielleicht schon kennen, jemand, der bei Amazon eine Kreditkarte hat und bei Amazon dann auch mit der Kreditkarte was kauft, bekommt Amazon-Punkte gutgeschrieben, um damit dann bei Amazon wieder was zu kaufen. Und das ist das Wichtige, finde ich, an Tacoma, das dargestellt wird eben auf dieser Raumstation. Am Ende löst sich die Geschichte in so ein bisschen doof auf. Und, aber das ist eben das Tolle an diesem Spiel, dass es dir oder dass es dem Spieler relativ ohne einen das so die bösen Konzerne in die Fresse drückt, auch wenn es natürlich Momente gibt, wo der böse Konzern eine Rolle spielt. Aber dass es eben durch Kommunikation innerhalb der Gruppe da oben klar wird, dass es in Aufzeichnungen klar wird und dass es so eine Lebensrealität entwirft, die nicht unwahrscheinlich ist für unsere Zukunft, die hoffentlich nicht wahrscheinlich wird, die wir aber in Teilen heutzutage schon haben. Also insofern sind wir schon so ein bisschen auch bei dem, was du über Watch Dogs gesagt hast. Und Tacoma macht das sehr unaufgeregt und hat außerdem, und das ist auch wichtig für die Spielerfahrung, eine der wenigen netten künstlichen Intelligenzen, die jemals auf einer Raumstation, in einem Film oder in einem Spiel vorgekommen sind. Was ich ja durchaus spannend fand, ist, dass einerseits ist ja das, was du gesagt hast, also die Menschen ordnen sich Konzerne zu. Ja. Das ist ja so ein Science-Fiction-Konzept, das es schon ein bisschen länger gibt. Ewig. Und andererseits sind sie aber, und das ist dann eine ganz direkte Anspielung, alles Contractors. Ja, genau. Sie haben also nicht irgendwie auf Augenhöhe integriert, sondern sind halt sozusagen so... Sie müssen ja auch immer wieder neu bitten, um weiter beauftragt zu werden. Also die Tacoma-Crew hadert gerade mit sich, kriegen wir noch einen Vertrag, einen Folgevertrag fürs nächste Jahr? Kriegen wir noch einen Folgevertrag fürs nächste Jahr? Wenn man den nicht bekommt, A, bedeutet das natürlich finanzielle Einbußen, aber B, bedeutet das auch unter anderem, wenn man so ein Jahr lang auf so einer Raumstation ist, dann entstehen da Sachen zwischen Menschen und da gibt es zum Beispiel ein Kirchen, was sich da oben gefunden hat und die beiden fragen sich natürlich jetzt, wenn du jetzt einen Vertrag bekommst, um ein weiteres Jahr hier oben bleiben zu können und ich bekomme ihn nicht, was passiert dann mit uns? Also was ich aber auch spannend finde, ist, dass es ja quasi Zeitarbeit oder Outsourcing auf die Spitze getrieben wird. Ja, also das ist dann schon wieder fast ein Rückschluss zu Watch, also der Mensch an sich ist wertlos. Ja, natürlich. In dem System, was da in Zukunft visioniert wird. Was ja auch sich in der Story niederschlägt, lustigerweise, weil ich weiß jetzt nicht, mag das noch irgendjemand spielen hier? Okay, dann sage ich es nicht. Nee, ich finde es ist wichtig. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Spoiler den Spiel und den Zuschauerspaß nicht beeinträchtigen. Ah, in dem Fall würde ich schon sagen, das ist ein Spoiler, den also ich ungern eingehe. Ich kenne das Ende auch nicht und würde es gerne ungespoilert auch. Ja, dann okay. Ja, gut. Gibt es das für Virtual Reality eigentlich? Nicht, dass ich wüsste, ich hab's schnöde auf dem PC gespielt. Das ja, aber ich finde es gerade total schwierig, zu sagen, über die Qualität des Spiels zu sprechen, ohne wie ja, das Ende zu reden, weil das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Okay. Ich hab erstmal noch eine andere Frage. Das ist diese, man geht da rein und ist beauftragt, diese KI mitzunehmen. Genau, man ist als Contractor, lass mich das kurz erklären, man ist als Contractor für die Venturis Company auf dem Weg zur Tacoma, um eben dort diese KI zu sichern. Und zwar deswegen wegen der Aufzeichnung, und ich sage es jetzt tatsächlich, die Tacoma Crew wird willentlich und wissentlich geopfert, um ein Gesetz, eine Gesetzesnovelle in Gang zu bringen. Also man will ein Gesetz außer Kraft setzen, um eben was zu ermöglichen für die Company, was vorher nicht möglich wäre. Und dafür soll die Crew der Tacoma geopfert werden. Also da wird ein Unfall fingiert. Und es gibt keinen Sauerstoff mehr da oben und die Crew schafft es aber, von diesem Schiff runterzukommen, bevor sie sterben. Also es ist relativ knapp, 2 Stunden vorher. Und zwar mit Hilfe der KI. Und diese Amy soll eben diese KI und diese ganzen Informationen, die diese Raumstation, diese KI gesammelt hat, eben runterbringen auf die Erde, damit das niemand erfährt, was da oben abgegangen ist. Okay, dann müssen wir vielleicht jetzt noch einmal... Ich will jetzt gerne die Frage stellen. Und zwar, man geht ja auf dieses Schiff. Und das, was man ja macht, ist, man steckt so einen kleinen Computer irgendwo ran, man beginnt einen Dateitransfer. Genau, wir wollten genau dasselbe. Und dann, während das passiert, geht man rum und kann sich diese Dinge angucken. Genau. Und was ich fragen wollte, ist, kann sich diese Dinge angucken? Man muss nicht. Man kann also auch einfach stehen bleiben und das Spiel laufen lassen.
Und dann geht der Dateitransfer von alleine? Das weiß ich übrigens nicht. Also ich glaube, nein, ich glaube, du musst tatsächlich auch ein Mindestmaß von diesen VR, Augmented Reality Dingern dir anschauen. Ich glaube, das gehört zum Teil des Prozesses des Spiels. Du kannst dich nicht einfach davor stellen, vor diesen, weißt du, wo das Buch dann reingeht, also dieses, was auch immer das ist. Weiß. Und darauf warten, dass irgendwas passiert, weil, nee. Ich glaub, das ist schade. Ich wollte gerade sagen, wir sollten noch einmal kurz für alle, die das Spiel nicht kennen, diese Spieldynamik noch mal ein bisschen näher erläutern, weil ihr wisst ja, wovon ihr sprecht. Also es ist tatsächlich so, dass, die kompletten Geschehnisse auf diesem Raumschiff gefilmt wurden. Also, oder holographisch festgehalten, der Datensatz ist verfügbar, sprich, man kann hingehen und wir können ja mal die Szenen kurz abspielen lassen, damit man das sich anschauen kann, vielleicht. Klar. Das, wo war ich dran? Gut, Leitfaden. Ja, dass man in jeden Raum gehen kann und die zwischenmenschliche Interaktion, die da stattgefunden hat, anhand von Hologrammen nochmal erleben kann. Und man kann die, soweit ich weiß, auch mehrfach erleben. Ja, du kannst sie zurückspulen, vorspulen. Genau, und sprich, du kannst denselben Zeitpunkt in verschiedenen Räumen erleben. Also du kannst quasi alles auf dieser Raumstation erforschen. Du musst es tatsächlich genau manchmal. Genau, in diesem Zeitpunkt passiert ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil man das System sonst nicht versteht. Das war das, worauf ich eingehen wollte. Finde ich jetzt im Kontext, also ich meine, Tacoma läuft unter, ich würde sagen, es ist ein bisschen aufwendigerer Walking Simulator. Mhm. Man geht auch nicht besonders weit, weil die Raumstation ist relativ überschaubar, was die Größe angeht. Aber es ist ein Walking Simulator mit ein bisschen Mechanik, den jeder spielen kann. Also das ist nichts, wo man sich dabei die Finger bricht oder wo man auf irgendwas schießen muss oder sonst irgendwas. Also das kann wirklich jeder spielen. Man muss eine Menge lesen. Man muss vielleicht ein bisschen zuhören, man muss vielleicht den einen oder anderen Schlüssel finden, das ist aber auch das Wildeste, was man machen muss. Und dann verlässt man das Schiff wieder und dann kommt das Ende, was irgendwie alles ad absurdum führt. Bitte, Markus. Wir können eine kleine Spoilerwarnung machen, ja. Dass die Person dort hinten sich vielleicht für eine Der zweite Spoiler kommt jetzt. Es stellt sich dann zum Schluss heraus, die Figur, die man spielt, ist... weiß Bescheid, weiß sowieso alles und ist mit dem festen Ziel gekommen, um diese AI nicht zu dem Konzern zurückzubringen, sondern zu befreien, also woanders hinzubringen. Und die Frage, die ich jetzt stellen wollte, weil ich habe mir das sozusagen, ich habe das nicht mir selber erspielt, sondern nur angelesen oder angesehen, aber für mich, ich hatte schon sozusagen beim Zugucken einen ganz deutlichen Impuls von, das macht doch das ganze Spiel wertlos. Also weil alles, was natürlich ist es ein bisschen ein unreliable Narrator, dieses Spiel. Also das verarscht dich als Spieler ein bisschen, weil du natürlich mit einem Wissen da reingehst, dass die Figur hat, die du spielst, was du aber nicht weißt. Die Figur hat natürlich eine Idee davon, weil ja auch immer die kommt ja von einem Planeten oder einer Raumstation, wo eines der Crewmitglieder, nämlich die Systemadministratorin, die quatscht ja immer mit dieser Tangier-Crew, das sind ja die Hacker des Weltalls, sozusagen. Und die Systemadministratorin ist ja auch so ein bisschen so eine Wilde und der Obrigkeit nicht ganz zugeneigt. Und was da genau auf diesem Schiff passiert ist, auf dieser Raumstation, weiß ich gar nicht, ob die Amy das weiß, wenn die da hinkommt. Die weiß aber, dass sie die Odin-KI da rausholen soll. Und zwar deswegen, weil die Odin-KI, und das, nachdem dann wieder die Kommunikation hergestellt ist, hat sich ja herausgestellt als eine nette KI, als eine empathische KI, als eine, wie soll ich sagen, eine KI, die sehr menschlich ist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt gewesen. Also du musst halt immer bedenken, zwischen der Anreise von Amy und dem Abholen der Leute, das erlebst du ja im Spiel durch diese Hologrammdarstellung relativ zeitnah. Aber dazwischen liegen ja dann doch ein paar... Ich hätte das so verstanden, dass sie alles weiß, aber... Okay. Ja. Also ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht von diesem Ende, weil das auch ein bisschen abgeschmackt ist. Ja, voll! Es gibt so einen Trend, der vielleicht 2012 noch ganz cool war in Computerspielen, nämlich dieses, hey, es ist alles anders, du spielst nicht das Spiel spielt dich, und das ist halt wieder mal sowas. Ich fände es total innovativ und voll fresh, wenn ein Spiel rauskäme, einfach, wo am Ende einfach alles genauso ist, wie man und da möchte ich noch was sagen, also zu der Umgebung. Deswegen habe ich auch gefragt, ob das für VR erschien, ich meine ja.
weil ich finde die ziemlich fantastisch. Ich mag die auch total gerne, ja. Also, ich habe mal für den BR ein Experiment gemacht, und zwar habe ich 24 Stunden in der virtuellen Realität verbracht. Oh ja, ich erinnere mich. Das war vor 2 oder 3 Jahren. Ich habe mir wirklich diese Brille aufgezogen, 24 Stunden nicht mehr abgezogen, auch nicht zum Schlafen. Schlafen war eh schwierig, darf man auch nicht zu lang, weil sich dann das Augensekret unter der Brille, hat der Hautarzt gesagt, ganz schlecht alles. Super, super schwierig auch irgendwie aufs Klo zu gehen und zu essen und weiß nicht, ich hatte da, ein Freund von mir hat mich da begleitet. Und gedacht, aufs Klo. Er ist der coole VR-Schamane, der mir diese Erfahrung gibt. Am Ende war der nur so eine Art Zivi, der mir den Pissbeutel hingehalten hat. Und auf jeden Fall habe ich 24 Stunden in dieser virtuellen Realität verbracht und sehr viele Spiele gespielt. Und damals war das ja relativ neu und man hat richtig gemerkt, wie die Game Designer eigentlich alte Spielekonzepte übertragen, noch nicht so eine richtige Grammatik gefunden haben für dieses Medium. Und kurz gesagt, ich kann niemandem empfehlen, also 24 Stunden in der virtuellen Realität zu verbringen. 24 Stunden in Tacoma wiederum zu verbringen, wäre vielleicht, also 24 Stunden wäre zu viel, aber das ist wirklich was, wo ich einfach diese Umgebung, ich liebe diese Raumstation, ich liebe es, aus diesem Fenster zu schauen, ich liebe es, mit diesem Aufzug hochzufahren, ist gut, diese, ja? Haben wir kurz gesehen, diese Werbung mir anzuschauen. Es ist genau so ein Spiel, das eigentlich so diese Ruhe des Weltraums, diesen begrenzten Raum auch in dieser Raumstation so schön, hat deswegen auch so schön geeignet, finde ich, auch für so ein Medium. Super, super ruhig. Und das hat mir imponiert, also diese Raumstation, diese Welt, diese kleinen Ideen, die drinstecken. Also nochmal, fängt ja auch gleich an, wenn man hochfährt mit dem Raumaufzug und da ist einem da so Werbung reingespielt und man denkt sich, ja, eigentlich ziemlich clever. Ich meine, man hat da nichts zu tun, eine halbe Minute, klar, wird einem da Werbung angezeigt. Ja? Und das finde ich, ist eigentlich so das, was mir jetzt sehr imponiert hat an dem Spiel. Und natürlich ist es auch, finde ich, sehr clever von der Story, von dem, wie es Sachen macht, außerhalb dieses Ende, hey Leute. Das heißt, ihr Game Designer sind, ich lächze nach einem Spiel, wo einfach alles normal ist. Das ist also ein ganz kleines Detail, was auch zeigt, wie aufmerksam die Entwickler waren. Ich finde, eine unbeantwortete Frage im VR ist tatsächlich, wie kommuniziere ich schnell und zuverlässig mit dem System, ohne diese Kerzen in der Hand zu haben, wo Knöpfe dran sind. Und ich weiß nicht, ob es wirklich Gebärdensprache ist, aber man sieht die Hände der Spielfigur und die Gebärden halt immer, wenn es Eingaben gibt. Und das ist eine unfassbar clevere, also einfache, aber in ihrer Banalität total clevere Idee. Und sie hat das schon damals in Otherland geschrieben mit den Handschuhen. Und die, einfaches umzusetzen eigentlich. Und die ich finde, also wenn wir jetzt heute auch darüber reden, welches Spiel hat dann eine authentische und gleichzeitig gute Vision von einer Zukunft, finde ich, das ist schon so ein Punkt, wo wir sagen, Hut ab, das ist auch an den kleinen Details gedacht worden. Ja. Also grundsätzlich die ganze Ästhetik von diesem Spiel es hat mich sofort mitgenommen. Das Ende, ja. Ne? Also das Ende macht es so ein bisschen madig, aber wer Bock hat auf ein relativ kurzes und Spiel mit einer unterliegenden Botschaft, wo man vielleicht auch mal so ein bisschen seine eigenen Kaufgebaren oder sowas in Frage stellen möchte, ohne sich dabei irgendwie gelehrmeistert zu fühlen oder wie sich das auch immer schimpft, dann ist Tacoma eigentlich ein ganz cooles Spiel. Was ich auch schön fand, war, dass es mir eine Frage mitgegeben hat, nämlich die Frage, hätte die Protagonistin die KI auch mitgenommen, wenn die KI doch böse gewesen wäre? Und gute, ich glaube, Frage. Nämlich ja. Ja, meinst du? Okay. Aber das beantwortet sich. Darf man noch was sagen zu dem, was ist jetzt schon so spät? Nee, ja. Mach ruhig. Also ich finde es auch interessant, wie Spiele mit dieser Thematik, also Unternehmen, große Unternehmen umgehen. Also als ich 13 war, hatte ich eine Powerplay, das war damals so der Vorgänger von der Gamestar, sowas in der Art. Ja, ja. Da war ein Interview mit Peter Molyneux drin, das ist einer der wichtigsten Game Designer, der damals ein Spiel gemacht hat, das hieß Syndic. Das war so ein Cyberpunk-Spiel und der wurde interviewt und er sagte damals, weil man hat dort auch für so Konzerne gekämpft quasi und die Welt war aufgeteilt in Konzerne. Und da wurde er gefragt von diesem Interviewer, ja, halten Sie das denn für eine realistische Zukunftsvision? Und dann hat er so gesagt, ja, total, weil Sony hat schon zehnmal so viel Geld wie Venezuela, also Umsatz wie das Bruttosozialprodukt von Venezuela oder irgend so ein Land. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass Sony zehnmal so groß ist wie Nintendo. Und dann war leider die nächste Frage, läuft das auch auf einem 286er mit 16 Megahertz oder so. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann Peter Molyneux wieder getroffen habe, nämlich als ich dann beim BR gearbeitet habe, so 15 Jahre später. Ich hatte das Interview dabei, habe ihm das vorgelegt, er arbeitete damals bei Microsoft und habe ihn halt gefragt, ja, ist das denn eigentlich immer noch so das, was er glaubt?
und er konnte darauf nichts sagen. Das habe ich damals gesagt und so. Und ich finde das halt ganz gut, dass sozusagen die Macher von diesem Medium, wenn sie solche Themen angehen, sich mittlerweile offenbar den ein oder anderen Gedanken mehr machen. Weil ich finde, es ist eine clevere Auseinandersetzung mit diesem Thema. Mhm. Ich habe kurz recherchiert, es scheint nicht in VR. Ja, das sollen sie mal machen. Ja, also anderes Ende, und in VR, dann uneingeschränkte Empfehlung. Ja, ist kurz, muss man nicht kotzen. Genau. Motion Sickness gibt es nicht, glaube ich. Ich meine, da bist du ja recht stabil auf dem Boden, das ist ja das Laufen in VR ist ja immer noch ein Problem irgendwie. Teleportieren könnte ein bisschen müßig sein in dem Spiel, aber wenn man vielleicht irgendwann mal so ein kleines Rädchen an so einem Controller macht, wo man einfach laufen kann. Sonst einfach in der Schwerelosigkeit. Ich meine, man zieht sich am Anfang diese Schuhe an, gegen die Schwerelosigkeit einfach weglassen, spielt in der Schwerelosigkeit für VR. Kannst dich überall dranziehen, natürlich genau wie bei Subnautica. Naja, anderes Spiel, andere Welt. Aber ja, ich finde das Spielsystem finde ich super spannend. Also ich finde diese verschiedenen, diese variable Zeitachse und die verschiedenen Geschichten, die man da erleben kann und wo man selber quasi Herr der Zeit ist, in so einem Themenhintergrund, finde ich echt eine coole Sache. Mhm. Und ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe mir ganz viel Videomaterial dazu angeschaut. Also es dauert wirklich echt nicht lang. Also, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, das wäre ein Spiel auch für mich tatsächlich. So. Dann Weltraum Teil 2. Weltraum Teil 2, ganz genau. Und täglich grüßt das Murmeltier, Alien. Ja. Christian, was hast du uns mitgebracht? Also ich habe das Spiel Outer Wilds mitgebracht. Outer Wilds ist von, das möchte ich kurz sagen, bevor wir den Trailer dann sehen, ist ein Spiel von Tacoma Interactive. Ach, guck. Nicht Tacoma Interactive, wie heißt es die Firma? APA. Genau. Warte, ich habe mir das... Annapurna Interactive. Entschuldigung. Annapurna Interactive, das sage ich deswegen dazu, weil wir hier auf dem Filmfest sind. Und es gibt ja auch Annapurna Movies oder sowas. Und das ist quasi eine Filmproduktionsgesellschaft oder Publisher, die sich zum Ziel gemacht haben, Filme zu machen, die sehr indie sind und interessant sind. Die haben zum Beispiel Her gemacht. Das war so ihr erster großer Erfolg. Und die haben einen Videospielableger, der sehr ähnlich funktioniert und tatsächlich schaffen sie es auch dort immer eine unglaubliche Stilsicherheit zu beweisen. Also genau wie die Filmproduktionsfirma ist genauso einfach dieser Spiele-Publisher, Film-Publisher drin, genauso. Also sie bringen immer irgendwelche Spiele raus, die kein Mensch auf dem Schirm hat und dann sind die halt der Wahnsinn. Und genauso ist es bei Outer Wilds. Was ist Outer Wilds? Es ist ein Weltraumspiel, um es möglichst allgemein zu sagen. Man beginnt auf einem Planeten. Und dieser Planet ist klein. Dieser Planet ist nicht so klein wie vielleicht die Planeten, die man aus Der kleine Prinz kennt, aber schon sehr klein. Ja, sagen wir mal so wie der Gasteig. Man ist halt am Nordpol in strammen 3 Minuten. Und man kann so eine Planetenumgehung kann man in 5 Minuten ganz gut schaffen. So, das ist so das Erste, was einem dort auffällt. Man ist auf diesem kleinen Planeten. Dieser kleine Planet hat ein Weltraumprogramm. Cooler Planet, ist klein, hat aber ein eigenes Weltraumprogramm. Wie geil ist das? So, und man selber ist derjenige, der jetzt ins All geschossen werden soll. Also geht man zu seiner Rakete. Und mein Gott, was ist das für eine tolle Rakete. Die Rakete ist aus Holz. Die ist also richtig schön mit vielen Details. Das ist die beste Rakete, das beste Raumschiff, was das Medium-Computerspiel jemals hervorgebracht hat. Und jetzt können wir den Trailer uns anschauen. Seht ihr den Trailer? Da sieht man... genau, Marshmallows. Da muss ich gleich nochmal was dazu sagen. Ich war leider immer zu schlecht. Was? Ja, egal. Also es hat unglaublich schöne, bezaubernde, ruhige... melancholische Szenen. Man sitzt zum Beispiel auf so einem Planeten, schaut in den Himmel, brät sich einen Marshmallow am Feuer und alles ist total wunderbar. Es ist ein Spiel zum Vorhänge zuziehen. Und jetzt komme ich aber gleich, so warten wir noch den Trailer ab, genau, und da landet man mit diesem großartigen Raumschiff. Das ist am Anfang immer ein bisschen holprig, muss man aussteigen, wieder reparieren und so. Man erforscht diese Planeten in diesem
Sonnensystem. Es sind sehr besondere Planeten. Jeder hat eine andere Eigenheit, eigene Physik, eigene Flora und Fauna. Man hat wirklich dieses Gefühl, was Computerspiele wie kaum ein anderes Medium so gut vermitteln können. Das finde ich mal schade, wenn es so selten gemacht wird, dass man wirklich Terra Incognita betritt. Das Spiel macht einen neugierig, was wird einen dort erwarten. So, also wir sind in dieses großartige Holzraumschiff gestiegen. Wir sind holprig gelandet, wir ziehen uns den Weltraumanzug an, Anfängerfehler, Weltraumanzug anziehen vergessen, alles wieder von vorne, egal. So, landen nochmal, diesmal besser, steigen aus. Sind auf diesem Planeten, braten uns schön so ein Marshmallow, tun, also genau, man muss irgendwie die Alien, also man hat den Auftrag, irgendwas herauszufinden über eine Alien, Rasse, sitzt da also und plötzlich explodiert die Sonne. Plötzlich gibt es eine Supernova. Was passiert? Man startet wieder auf dem kleinen Planeten Holzkamin. Genau. Wieder vor seinem Raumschiff. Und fliegt nochmal los, wieder der Planet und leider nach 22 Minuten wieder eine Supernova. Und wieder geht das Ganze von vorne los. Also, das Konzept des Spiels ist, und täglich grüßt die Supernova. Also, wir werden immer wieder auf denselben Startpunkt zurückgeworfen. Die Sache ist, das, was man herausgefunden hat, zum Beispiel über diese Alien-Zivilisation, speichert der Bordcomputer. Das heißt, man muss zwar von vorne anfangen, und übrigens niemand weiß, dass man das schon weiß, also da sind dann wieder dieselben Leute am Lagerfeuer, man kommt wieder das erste Mal dahin und da. Aber man weiß sozusagen mehr über diese Welt, man weiß mehr über diese Planeten und man kommt so dem Rätsel immer näher, was eigentlich diese Supernovas auslöst und wie man sie vielleicht stoppen kann. So lange habe ich noch nicht gespielt, aber so ist das. Und man könnte jetzt natürlich glauben, und manche haben das auch kritisiert, dass das ein bisschen repetitiv sein könnte, wenn man alle 22 Minuten wieder vor seinem Raumschiff steht und vielleicht ist es dann beim 150. Mal nicht mehr ganz so großartig. Aber man hat ja einen gewissen Fortschritt einfach durch Information. Man fliegt dann eben auf neue Planeten, die dann wieder anders sind, andere Rätsel haben. Die sind sehr bizarr, also ein Planet ist wie so eine Sanduhr und dann dreht der sich und dann läuft der Sand in die andere Hälfte des Planeten, dann kann man da wieder rein und erfährt dann wieder was und so weiter. Ist dann auch immer ein bisschen Timing dabei. Und das, muss ich sagen, ist sehr, sehr großartig. Es ist ein Spiel, das eben verschiedene Spielelemente vermischt. Es ist zum Beispiel auch so, dass dieses auch Rumfliegen mit diesem Raumschiff einfach Spaß macht. Es ist nicht so, dass man das einfach weggelassen hat, sondern es ist so ein bisschen Action und Geschicklichkeit dabei. Es ist aber auch Rätsel dabei und es hat eben dieses großartige Element mit der Supernova, die alle 22 Minuten unweigerlich explodieren wird. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen kaum etwas so Schönes erlebt, wie am Lagerfeuer zu sitzen, in den Weltraum zu schauen, darauf zu warten, wann die Supernova. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre ein Spieler, mich würde das Spielprinzip unendlich frustrieren. Ja. Warum ist das nicht so? Ich muss sagen, das Spiel vereint alles, was ich normalerweise hasse. Ich hasse Rätsel. Ja. Wenn irgendwo ein scheiß Rätsel kommt, dann mache ich sowas von sofort YouTube an, setze mich damit nicht auseinander. Das wird einfach eins zu eins, Schritt für Schritt nachgemacht. Und wenn ich irgendwo sterbe in einem Spiel und nochmal von vorne anfangen muss, ich beschwere mich schon, wenn ich sterbe und nicht 5 Meter da vor dem Ort abgesetzt werde, wo ich weitergemacht habe, sondern da noch irgendwie, es gab jetzt dieses H.P. Lovecraft-Spiel, da wirst du irgendwie, wenn du stirbst, wirst du abgesetzt und dann musst du wieder in das blöde Boot steigen und dann nochmal hinfahren, die 90 Sekunden. Absolutes Kaufkriterium. No go. Ja. Hey, wir sind nicht so weit gekommen, als hat Menschheit, denn die Zeit? Ja, dass wir hier so eine Speicherfunktion irgendwie haben. Das ist ein großer zivilisatorischer Errungenschaft, eine Speicherfunktion. Wenn man Sachen nur einmal machen kann, dann nennt man das Leben. Ja, dann braucht man dafür keine Computerspiele. Aber das ist geil. Ja? Weil du eben diesen,
diesen Fortschritt hast und weil du dann diese Entspannung hast und weil du dir dann jedes Mal überlegst, okay, wie gehe ich das diesmal an, weil du quasi jedes Mal eigentlich was Neues erlebst und das dann auch was Entspannendes haben kann, und? Wenn du weißt, okay, diesmal habe ich halt vielleicht diese Sanduhr leider das Timing verpasst, die wird sich jetzt nochmal drehen und da komme ich jetzt dann nicht hin. Scheiße, was mache ich die letzten sechs Minuten, bis die Supernova wieder... Mach ein Lagerfeuer an. Naja, du kannst auch einfach in den Weltraum springen, im Raumanzug, dann ist einfach voll los. Aber du kannst auch einfach dich ans Lagerfeuer... Aber sag mal, Herr Schiffer, jetzt hast du das Spiel mitgebracht unter dem Schlagwort Zukunft im Spiel. Bist du jetzt gerade so von dem Spiel begeistert, dass es auch hätte heißen können, wir sprechen heute über Tomaten in Spielen und hättest du das auch mitgebracht? Wahrscheinlich. Oder hat das für dich auch einen Zukunftsbegriff, der da drin transportiert wird? Naja, ich finde, okay, jetzt tun wir mal feuilletonistisch, also wirklich sehr weit ausholen, um da irgendwas zusammenzubasteln. Also ich finde ja interessant, wie natürlich der mit dem Weltraum umgegangen wird, sozusagen als Raum, also als etwas, was man entdecken kann, immer terra incognita. Das ist nicht ein Raum, in dem Krieg geführt wird. Das ist nicht irgendwie was man kolonisieren muss. Und ich finde, dass wir ja gerade interessante Entwicklungen haben in dem Bereich. Also Stichwort New Space, dass Leute ja wirklich ihre eigenen Raketen bauen. Ja, also dass wir ja auch so eine Demokratisierung eigentlich dieses ganzen Raumschiff-Dings haben, mit allen positiven und negativen Begleiterscheinungen. Das ist vielleicht für die Frage des Weltraumsmüll nicht so geil, wenn Elon Musk da meint, 20.000 Satelliten hochschießen zu müssen. Und das ist quasi der Gegenentwurf. Ja, das ist so, wie eigentlich Weltraum sein sollte. Ne? Also klar, selbstgemacht, aber eben mit diesem Entdecker-Ding, mit der Schönheit, die das auch mit sich bringt, ohne Vernutzung, ohne irgendwie so Zeug. Und das finde ich halt so geil an Outer Wilds. Man hat ja dieses super überschaubare Sonnensystem. Also sind ja Entfernungen, da sind irgendwie, keine Ahnung, zwischen der Sonne und deinem Heimatplaneten sind es irgendwie 5 Kilometer oder sowas. Physikalisch natürlich grober Unfug, aber egal. Das ist super klein und trotzdem habe ich in Outer Wilds halt mehr das Bedürfnis, was zu entdecken, als es ein No Man's Sky mir jemals geben konnte. Und das ist halt endlos, klar, prozedural generiert und 17 alles. 17 Trillionen Planeten. Ja, lächerlich. Erklärt, das Weltraum-Planetenspiel auch. Aber 17 Trillionen Planeten, ja, genau. Gibt, die halt KI. Ja. Zufällig erstellt werden und so weiter und so fort. Hier ist alles handgebaut. Und ich freue mich auf jeden neuen Planeten. Ich freue mich wie blöd, wie Bolle, um zu gucken, was finde ich denn da? Welche bekloppten Holzkaminer sitzen denn da rum und erzählen mir irgendwelche grotesken Geschichten? Outer Wilds, diese Rückspulfunktion, die geht dir alleine deswegen schon in diesem Spiel nicht auf die Nerven, weil sie ja Teil des Rätsels ist. Du wirst ja am Anfang von dieser Rasse, die du in irgendeiner Form erforschen sollst, die es da vorher gab, wirst du in irgendeiner Form, ich nenne es mal verzaubert. Und dadurch ist es dir halt möglich, eben diese Supernova immer und immer wieder zu erleben, beziehungsweise diese 22 bis 25 Minuten da nochmal zu machen. Und das ist Teil des Rätsels. Und man wacht jedes Mal auf und sieht die gleiche Szene am Himmel, nämlich dass da irgendwie sowas Blaues irgendwie explodiert. Man fragt sich jedes Mal so, irgendwann finde ich raus, was das ist, du Sau. Und dann geht's wieder los und man entdeckt einen neuen Planeten, wo ultra coole Dialoge geführt werden. Ich habe selten so lustige und gleichzeitig aber auch so schlaue Dialoge in einem Spiel erlebt. Und dieses ganze Outer Wilds, also ich hasse diese Phrase, aber das Ding ist so mit viel Liebe gebaut, dass es dich anspringt. Und nichts an diesem Spiel geht dir auf die Nerven. Klar, okay, der 200. Tod kann schon mal nerven. Ich wollte gerade sagen, also ich bin immer noch sehr skeptisch. Völlig egal, Skepsis hin oder her. Aber alles, was ich von diesem Spiel bisher erlebt habe, das Ding macht so viel richtig. Und wer es nicht spielt, die muss man auf die Finger hauen. Also, das ist eine Chance, gibt es nicht für jedermann. Ich möchte noch eine Sache. Hör mal, doch. Noch mal kurz, weil das sagen, weil Manny nicht so überzeugt ist von dieser Zeitrückspul-Dramatik. Das Ding ist, wenn das Spiel diese Sache nicht hätte, dann wäre dieser kleine Weltraum auf einmal doch sehr, sehr, sehr groß. Und man würde dann meistens vielleicht irgendwo stranden oder sein Raumschiff verlieren, müsste dann zurücklaufen durch die Welt. Das wäre alles sehr anstrengend. Und ich finde, die MacherInnen haben es wirklich geschafft, diesen Sweet Spot zu finden zwischen, ich komme überall hin,
Aber wenn es mich verframse, komme ich auf jeden Fall auch wieder zurück. Ja, und wenn es halt ist, dass ich aus dem aus der Rakete rausspringen, ohne Anzug. Man kann das ja verstehen. Du kannst da an den blödsten Sachen draufgehen, wie du es gerade schon beschrieben hast. So, hey, neuer Planet, rausgehen. Ich habe den scheiß Raumanzug. Und dann schon wieder von Anfang. Also was man vielleicht auch noch sagen muss, und dem ist es auch ein Gegenentwurf zu viel, sag ich mal, modernem Spieldesign, insbesondere auch von Ubisoft. Das viele Spiele sind ja heute so zugeklappt. Also heute ist ja Entdecken oft gar nicht Welten entdecken in Computerspielen, sondern Fragezeichen entdecken. Karten werden zugekleistert mit Fragezeichen, hier ist irgendwas Interessantes, also läuft man dann diese Fragezeichen ab und macht dann irgendwelche Missionen. Es gibt ja diesen Begriff der Workification, also das Gegenteil von Gamification. Ja, also da wird quasi, Spiele fühlen sich an wie Arbeit, sie sind irgendwie auch Arbeit so, man macht irgendwelche Missionen, man macht Aufträge, man folgt die ganze Zeit irgendeinem Fragezeichen. Und das Spiel zeigt einfach, dass es auch anders geht. Wenn man sich Mühe gibt, dann kann man Neugierde auf andere Arten schaffen, als durch Fragezeichen. Es gibt aber auch einen Punkt, tatsächlich, also es gibt bei Outer Wilds auch eine Sache, die mich ein bisschen kekst, aber das liegt in der Natur der Sache, dass ich Sachen gerne sofort weiß. Und man kommt auf viele Planeten und man kann Dialoge entschlüsseln von dieser alten Rasse und man kann Gerätschaften finden von dieser alten Rasse und man bekommt so Snippets, die sich aber erst so nach und nach zu einem Ganzen zusammenstricken. Und es wird auch eine Menge kryptisiert. Oh, ich hasse Kryptisierung. Ja. Und dann stehe ich da und habe wieder irgendwas gelesen und habe so eine Idee davon, was es bedeuten könnte, habe aber keine Bestätigung dafür. Und sowas macht mich sauer. Aber ein Tod muss man da sterben. Also entweder man hat trotzdem oder eine offene Spielwelt oder man hat gesehen, und das ist halt ja, aber das ist der Preis, den ich gerne bezahle, um da Spaß zu haben. Und ja gut, dass das Grinden entfällt. Grinden, kein Spiel ist so weit entfernt von Grinden wie das. Mhm. Also das ist so das Gegen das Kryptonit, das Bild wird jetzt nicht. Und was die ganz kurz noch, was die an irrsinnigen, coolen, du hast diesen Planeten mit der Sanduhr schon beschrieben, was die an irrsinnigen, coolen Ideen in diesem kleinen Universum reingepackt haben. Also da hat sich wirklich immer mal hingesetzt und hat gesagt, Leute, jetzt spinnen wir mal richtig durch die, also wir saufen uns jetzt mal eins und alles, was an Blödsinn hinten rauskommt, je blöder und verrückter, dann machen wir das. Umgesetzt, super. Ja, man muss auch dazu sagen, No Man's Sky war für mich auch außerordentlicher Stress tatsächlich, weil ich kein wirkliches Objective hatte. Das haben wir hier ja. Ne? Wir müssen ja irgendwie gucken. Ohne dass es klar definiert wird. Das ist das Interessante daran. Ob wir die Sonne dazu kriegen müssen, nicht zu explodieren. Aber gut, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Spiel natürlich auch so den Forschungsdrang, den uns Menschen einfach... Den wir Menschen unterliegen irgendwo, dass der den auch befriedigt. Nelly, du warst nicht in diesem Raumschiff. Nelly, schau dir das Raumschiff an, steig dort ein und deine ganze Skepsis wird verflogen sein. Ja. Also es ist wirklich... Aber ich meine, klar, wir haben jetzt verstanden, es ist ein Holzraumschiff, es hat so viel Charme und unser Alien mit dem Marshmallow ist auch total süß. Aber warum geht mal... Was ist denn so anders an diesem Raumschiff? Was fesselt dich an diesem Spiel? Achso, das Raumschiff an sich ist einfach sehr, sehr detailliert. Das sieht wirklich aus wie so ein selbstgemachtes Do-it-yourself-Raumschiff. Das ist natürlich nur ein Detail, aber es zeigt natürlich auch, wie viel Liebe da drin steckt. Also, dass man nicht sagt, hey, wir machen jetzt irgendwie ein Raumschiff, sondern nee, wir machen das beste Raumschiff, was es je im Computerspiel gab. Und dann ist eben genau dieses Erforschen. Also das ist eben, es gibt ja so verschiedene Spielertypen und ich bin tatsächlich so ein Erforschungsspieletyp. Mir macht es in Computerspielen unglaublich Spaß, neue Welten zu erforschen, deswegen mag ich auch diese Raumstation so gerne in Tacoma. Das kann dieses Medium und ich finde, sehr oft wird genau dieses Pfund, was dieses Medium hat, einfach ein bisschen verschleudert. Und dieses Spiel ist einfach, das ist selbstbewusst. Das sagt halt, wir haben Computer, das ist ein Computerspiel und das tut diese Stärken, die dieses Medium hat, einfach schön ausspielen.
Und also weg vom Hyperrealismus. Genau, genau das wollte ich gerade sagen. Also es gab selten ein Spiel, das so wenig darum bemüht war, irgendwie die Realität abzubilden und trotzdem... Ja. Und da muss man auch sagen, hey, schön, wir haben jetzt irgendwie Fotorealismus langsam in Computerspielen, wunderbar, können wir jetzt bitte wieder dazu übergehen, interessante Welten zu bauen? Ja. Danke. Ja. Also in mir, muss ich ganz ehrlich sagen, triggert das auch so ein bisschen Panik, sodass ich das unvermeidliche nicht vermeiden kann. Aber ja, das war ein schöner... Probier's mal aus, dann... Ja, ich werd's... Also du hast mir das so schmackhaft gemacht. Ich hoffe, du bekommst Provision dafür. Das ist ja wie gesagt nur eine sehr kleine Firma. Nein, das klingt spannend, ohne Frage. Aber wir sind jetzt schon natürlich wieder, die Zeit rast davon und wir haben ja noch ein weiteres Spiel. Der Markus guckt schon so unglücklich. Markus, du hast uns ja nämlich auch was mitgebracht. Das wird wahrscheinlich auch sehr schnell gehen, weil jetzt sozusagen viele Dinge gesagt werden, die man machen kann oder die man nicht machen sollte, wie Spielentwicklung ist, die kann man da sehr schön nochmal zusammenfassen. Hyperrealismus zum Beispiel, geht um Days Gone, ein PlayStation-exklusives Spiel. Und man kann ja nicht über Computerspiele in der Zukunft reden, ohne eine ordentliche Zombie-Apokalypse. Jawohl! Da gehört auch dazu. Weltuntergang ist ja auch eine der Zukunftsvisionen, die wohl feil sind. Und wir können mal kurz reingucken, wie sich diese hier ausgestaltet. Es geht im großen Teil darum, dass man mit dem Motorrad durch die Lande fährt. Irritierenderweise sieht das sehr, sehr, sehr schön aus. Also die Apokalypse ist schön, die Landschaft manchmal hält man an und denkt, was soll's. Und natürlich geht es auch darum, mit den letzten Überlebenden zu handeln. Die haben natürlich Aufträge, die Fragezeichen auf der Landkarte, die gibt es auch hier. Und was leider sich in die Zukunft auch übertragen hat, sind Frauenbilder, die gestrig sind. Da würde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Genau, das ist die Quintessenz eigentlich von diesem Spiel, bis auf die ich jetzt im Rahmen des niedrigschwelligen Zugangs ein bisschen seicht gehalten habe, die Kämpfe gegen die Zombies. Das Spiel wirbt auch damit, dass man hunderte von Zombies auf einmal zur Explosion bringen kann. Aber diese Szene sind brennende Zombies, finde ich immer gut. Ich sagen, nee, aber ich finde, dass also in der Fortentwicklung der Zombies ist genau, was die Zombies hier machen, ganz interessant. Ich komme jetzt, es gibt zwei große Punkte, also abgesehen, wir haben schon gesprochen über Open-World-Spiele, die zu voll sind und zu fotorealistisch. Das ist hier so eine Mischung, also es gibt zwar diese Aufgaben, die man folgen kann, aber tatsächlich, das finde ich ganz toll, es erscheinen Fragezeichen auf der Karte und ich habe ganz lange gebraucht, um zu verstehen, was da passiert. Und die sind für, man sieht etwas oder man hört ein Geräusch und wenn man da nicht vorbeifährt, ist es aber auch weg. Es ist also nicht so, dass die Landkarte dann irgendwann 400 Fragezeichen hat, man muss sie alle abarbeiten, sondern du kannst nicht alle retten. Und du fährst dann häufiger mal vorbei. So, aber was ist der große Beef? Das eine ist jetzt kurz angesprochen, ist das Frauenbild. Also es gibt der Protagonist ist ein mittelalter, weißer, gewaltbereiter Mann. Es ist anscheinend eine Zukunft nicht anders denkbar als mit diesen Haupthelden. Also Aiden Pierce mit Schrotflinte auf dem Motorrad. Und Frauen kommen hier also später dann und ganz fein auch ein bisschen anders vor, aber vor allen Dingen in der Rolle die unerfüllte Liebe vor, seine Freundin ist weg, er muss sie, vielleicht lebt sie doch noch, wer weiß nicht, er muss seine Trauer verarbeiten und die Unschuld vom Land, um die man sich kümmern muss, das Mädchen, was man gerade gesehen hat, hat er in so ein Arbeitslager verklappt und hat einen Gewissensbiss und muss sie retten, aber das kann sie auf gar keinen Fall alleine. Und das andere, was im Jahr 2019, Fridays for Future, mich wirklich, wirklich gestört hat, ist, die einzige Ressource, die knapp sein soll, aber in Unmengen unendlich da ist, ist Benzin. Also wirklich, dieses Motorrad, das hat einen Tank, der Tank geht alle, aber wenn man die richtigen Stellen auf der Landkarte kennt, die kennt man, wenn man zwei spielt, dann ist das Benzin unfucking endlich. Und das geht einfach nicht. Was das Spiel dann aber seltsamerweise noch gut macht, ist dann dieses Spiel mit der Knappheit. Weil zwar funktioniert das nicht im großen Kontext, aber im Kleinen. Wenn man nämlich unterwegs ist und der Tank langsam zur Neige geht, dann wird es spannend. Dann muss man nämlich dafür sorgen, dass man diesen Benzinkanister findet, weil wenn nicht, dann muss man wirklich hinlaufen und den Kanister holen und wieder zurücklaufen. Und das andere, was ich auch ganz schön finde, ist die Munition. Auch die, wenn man weiß, wo die Polizeiautos stehen, gibt es unendlich viel, aber im einzelnen Gefecht hat man immer nur eine Handvoll dabei. Und dadurch wirken die Zombies bedrohlich. Gleichzeitig sind die Zombies nie so schnell, dass sie einen erwischen. Die Freakast, Entschuldigung. genau, und von daher ist das dieses Spiel, das ist so unfassbar groß, so unfassbar überkandidelt und macht so viel,
um dann diesen einen kleinen Effekt zu machen, nämlich Ressourcenknappheit in einer Welt, die es dann doch wieder zu entdecken gilt. Und da leistet es dann halt nicht genug. Das finde ich schade, weil ich gerade in dieses Spiel viel Hoffnung gelegt hatte, dass es endlich mal eine wertvolle Version der Zombie-Apokalypse gibt. Wie kommst du denn auf die Idee, dass es eine wertvolle Vision der Zombie-Apokalypse gibt? Wenn man die Filme von dem Blackout, wie heißt der Regisseur, der die Zombie weitergeführt hat? Romero? Genau, Romero hat es erfunden, aber Danny Boyle. Nee, aber Romero hat sozusagen über die Jahre hinweg viele verschiedene Arten von Zombies entwickelt, die immer eine Metapher für die Menschheit waren und so weiter und so fort. Ja, ich hätte gehofft, sowas gibt es vielleicht auch mal. Ja, also ich meine, vielleicht das mit den laufenden Zombies, das war ja immer der große Konflikt damals bei 28 Days Later. Ich habe da mal mit einem Arzt gesprochen, der meint, dass es gibt halt die Leichenstarre. Und deswegen können Zombies eigentlich nur schlurfen, allerdings lässt die Leichenstarre auch nach. Das heißt, je verwiester der Zombie, umso mehr kann er laufen. Aber je weniger Muskeln hat er, um zu laufen. Nur um das mal zu klären. Ja, ja, klar. Also, auch da gibt es einen Sweet Spot des laufenden Zombies. Ja, aber Moment mal, ganz kurz, die Zeit ist so knapp, ich würde mich jetzt in eine biologistische Diskussion so als Beispiel nehmen wollen und nochmal fragen wollen, weil, zwei Punkte, das eine ist, die meisten Zukunftsvisionen, die wir haben, sind Dystopien, so auch hier, und das andere ist, warum gibt es so wenig Alternativen zum gewaltbereiten weißen Mittelalter? Aber mal ganz kurz, dass wir lieber über die biologische Beschaffenheit eines Zombies diskutieren möchten, könnte doch auch eine Aussage über das Spiel sein. Das langweiligste Spiel des Jahres 2019. Aber hallo. So, und schon der Name, Days Gone. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Walking Dead Staffel 38. Ja, nee. Also dann hätte es ja tatsächlich auch... weiß ich nicht, Momente, wo man vielleicht mal lacht. Also ich habe halt nach der dritten aufgehört, weil es vielleicht immer dasselbe war. Ja. Keine Ahnung, aber das könntest du dir eine Frau in dieser Rolle vorstellen? Also minus Bikerjacke, weil das geht. Ich habe mal irgendwann auf Twitter geschrieben als es rausgekommen ist, ich kann das Spiel schon alleine deswegen nicht spielen, weil ich mir unmöglich die ganze Zeit diese Bikerjacke von hinten... Das ist Lukas. Diese furchtbare, geschmacklose Bikerjacke, grässlich. Und dann habe ich ein Video gesehen, wo er einen grünen Parker trägt und ich dachte so, hey, geht. Aber ich finde, dass das Spiel ja so wahnsinnig viel 2011 ausstrahlt. Voll, so Zombies, Motorrad, Days Gone, der konventionellste Name, den man sich vorstellen kann. Eine Pumpgun. Und natürlich hat es auch dann das Geschlechterbild. Ich meine, damals waren diese identitätspolitischen Diskussionen nicht so weit, wie sie vielleicht heute sind. Das war ja auch Und dann finde ich ja auch interessant, was du gesagt hast, dass diese Postapokalypse da so schön ist, weil auch das ist ja ein Trend. Es gab ja auch das neue Far Cry, was ja auch so eine Postapokalypse, wo man sagt, boah, geil, ja. Ganz anders als das großartige letzte Metro-Spiel, ja. Das ja die postapokalyptische Postapokalypse in der Geschichte von Postapokalypsen hatte. Also das ist auch sowas, was finde ich so ein merkwürdiger Trend so ein bisschen ist. Aber ansonsten ist es halt einfach 2011. Motorrad, Zombies, Mann, durchschnittlicher Name, Open World. Aber im Prinzip kannst du ja sagen, das ist so eine Art, die haben eine Umgebung geschaffen, in der man sich gerne aufhält. Also das ist ja Oregon, sehr, sehr ländlich, man hat viele Wälder, man hat Berge, man hat so ein bisschen dieses Outdoor-Feeling, also wenn du dann noch so ein Instagram-Filter drüber legst und der Protagonist hat eine gelbe Jacke an und irgendjemand steht im Hintergrund im Sonnenuntergang mit dem Strohhut vorm Wasserfall, zack, das stimmt Instagram. Ja, aber ich finde das von daher spannend, weil das ist ein bisschen auch wie Watch Dogs, da wird ein interessantes Konzept aufgeworfen, was dann aber nicht zum Ende gebracht wird. Man könnte es natürlich auch so denken, wenn die Zombies nicht schnell genug sind und die Landschaft malerisch ist, dann ist das größte Problem, was man hat, die anderen Menschen. Ja, das ist ja gewollt auch so. Und die Idee ist ja auch sozusagen, vielleicht wäre so eine Zombie-Apokalypse oder eine Apokalypse für die Welt, für die Erde gar nicht so schlecht. Aber das wird dann auch nur so angedacht und dann nicht zum Ende gebracht. Ja, du hast ja in diesem Spiel dann eben diese fanatistischen Fraktionen, die sich dann eben rausbilden. Spielt ja 3 Jahre nach diesem Outbreak, was auch immer da passiert ist. Irgendjemand hat sich... Natürlich war es eine böse Firma. Ja, das ist ja das verbindende Element heute. Achso, ja. Das ist die böse Firma. Wo ist Outer Wilds die böse Firma eigentlich? Das sind die... In Outer Wilds ist alles nur gut. Das ist einfach von vorne. Das Schlimme ist, 360 Grad, einfach nur gut. Es stimmt, also ich muss jetzt gestehen, ich habe das nicht gespielt, weil dazu war es mir irgendwie tatsächlich zu belanglos. Was ich aber gehört habe, dass
das einzige Ding, was es wirklich neu macht, sei, dass die Zombie-Horden diesmal total groß sein. Also dass du diesmal so ein richtiges Gefühl hast von so gewaltigen Zombie-Horden, die du dann quasi ausmanövrieren oder austricksen musst. Aber das hast du lustigerweise erst in der zweiten Hälfte des Spiels tatsächlich so vom Feeling her. Aber ist das irgendwie gut? Nein. Weiß ich nicht. Also mehr, je mehr, desto besser. Das war doch lange Zeit der Slogan und der Branche. Das ist einfach nur sozusagen, also das hat auf mich gewirkt wie, wir können unser Prospekt schreiben, 500 Zombies auf einmal auf dem Bildschirm. Genau. Aber mehr wie letztes. Was ich aber interessant fand, was ich tatsächlich eine interessante Mechanik fand, ist, du kannst halt schnell reisen, wie in so vielen Spielen auch, die über so eine große Landkarte gehen natürlich. Von Stadt zu Stadt kostet Sprit, aber wir haben jetzt gelernt, wir haben genug Sprit. Aber wenn sich neue Nester auf der Strecke aufgetan haben, kannst du die Schnellreise nicht mehr benutzen. Aber das ist ja nur die Fragezeichen Wiederholung. Ja, aber es ist was Neues. Ich versuche hier irgendwas rauszuholen. Okay, mein Gott, ihr müsst auch ein bisschen mit. Da ein Feature-Balken machen. Aber das ist ja Schnellreise. Das ist richtig. Das ist ja quasi das und der Fähigkeit aus Fahrzeug. Ja, richtig. Es macht dir das Leben noch schwerer. Also kann man da generell festhalten. Wir machen nur PC-Spiele, das ist PlayStation Only, da haben wir gar nichts mehr zu tun. Ja. Also wenn es um die Entwicklung spielenswerter, ich sag mal nicht lebenswerter, sondern spielenswerter Zugfusion geht, lieber nicht Open World, oder? Definitiv, auf jeden Fall nicht. Also ich meine, das Spiel macht ja so vieles falsch. Also zum einen der Name des Protagonisten ist ja schon grenzwertig. Deacon St. John. Ja, da hat man schon, ist man schon raus mental. Da denkt man schon so, Alter, das ist doch so ein Porno-Held aus den 80ern, oder? Deacon St. John. Yeah. Mit seiner Shotgun, natürlich. Ja, klar, der also, schlimm. Deacon St. John ist schon schlimm. Dann hast du halt diese Geschichte mit der Frau. Also die Frau, heldenhaft schubst du sie in den Helikopter. Du hast den letzten Platz. Und dann stürzt sie ab oder auch nicht. Man weiß es nicht. Und ist vielleicht tot oder auch nicht. Man weiß es nicht. Und dann ist er halt dieser tragische Held, ja, der ständig irgendwie, also diese Mercy Kills in diesem Spiel sind mir so hart auf die Nerven gegangen. Es gibt ja zwei, von denen ich zumindest gerade aktiv weiß. Das ist einmal die Frau mit dem gebrochenen Bein und dann ist es entschuldige, und dann ist es der Typ, dem er die Heroin-Überdosis gibt, und es sind halt so diese fucking Mercy Kills, wo man sich dann als Spieler, der davor sitzt, denkt so, also das würde ich jetzt gerne selbst entscheiden, ob ich dem jetzt irgendwie die Luft abdrehe oder den Überdosis gebe, aber das Spiel gibt einem keine Option dafür. Und dann denke ich immer so, okay, ihr nehmt solche Szenen, um der Figur und seiner Tragik, also Gewicht zu verleihen, um dieser ganzen Figur Schwere und Drama zu geben, und ihr macht für mich als Spieler alles kaputt. Hat das was mit ludonarrativer Dissonanz zu tun? Ach was? So, nee. Nur mal diesen Begriff hier fallen. Nee, tatsächlich in diesem Fall nicht. Das passt alles sehr zusammen. Habe ich gesagt. Das Spiel in seiner Mittelmäßigkeit breitet das über alle Ebenen. Aber es ist nicht ludonarrativ dissonant. Nein. Sehr gut. Das erklären wir beim nächsten Mal. Ja. Aber wir müssen zum Ende kommen. Ja, aber wollen wir noch? Wir haben noch vieles über Days Gone sagen. Hat schöne Landschaften. Naja, also. Aber. Am allerersten. Gerne einschränken. Am allerersten würde ich sagen, es ist ein Guilty Pleasure. Ja, und es ist auch in seinen schönen Landschaften ist es auch sehr abziehbildhaft und sehr, wie soll ich sagen... Es ist vielleicht etwas für Ingame-Fotografen. Nee, eben nicht. Nein, nein. Auch die brauchen ihre Spiele. Auch die gehen zu Red Dead Redemption. Auch Ingame-Fotografen sagen, Days Gone ist ein netter Versuch, aber sorry, guckt euch mal an, wie es Rockstar gemacht hat. Die machen es halt richtig. Richtig, also Red Dead Redemption, das hatten wir ja auch in der letzten Episode. Fantastisches Spiel. Großer Fan. Mittel. Ja? Großer Fan. Okay, sagen wir einfach. Aber irgendwo haben die halt auch ähnliche Faktoren. Liebe TeilnehmerInnen, wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Ich nehme sozusagen im allgemeinen Stimmungsbild Days Gone, Watch Dogs. Ich kann auch schneller Tschüss sagen. Sind so ich hätte mir gewünscht, dass ein schönes Spiel zum Schluss genommen. Ich hätte ein gutes. Ich hätte ihr wollt uns mit einem schlechten Gefühl hier raus, damit wir das nächste Mal wiederkommen. Aber es hat sich halt nicht ergeben. Ja, schade. Und vor allen Dingen waren ja sozusagen die Mitbewerber auch relativ stark dann in der Mitte, also Outer Wilds und Tacoma. In welcher Zukunftsvision würdet ihr denn jetzt am liebsten eure Zeit verbringen? Seine.
Autobahn. Ja, ich muss das ehrlich sagen, er hat mir den Marshmallow so schmackhaft gemacht. Ich glaube, ich würde ihn eher anfangen. Aber als Spiel ist das ja ganz cool, dass es immer neu startet. Aber als Leben. Ja, minus ist neu startet. Aber wie kommt da aus dem Spiel raus am Ende, oder? Ja, aber wer weiß, ob man das im Leben auch schafft. Ja, das ist ja dann alles unter erschwerten Bedingungen. Ja, jetzt deswegen, und das ist dann so ein Problem. Tacoma ist auch, kann man vielleicht machen, ich mochte die Raumstation, aber man ist dort alleine. Das ist so das Problem. Aber man ist alleine. Eine coole Rebelle, die AIs befreit. Das und ist schon ziemlich irgendwie, cool. Also, Days Gone, also ich glaube. Cool ist in Watch Dogs, glaub, sind wir ja quasi schon, deswegen. Also, ich würde, glaube ich, in Watch Dogs noch am ersten klarkommen. Welche, das London oder das ich habe nur Watch Dogs 1 gespielt. Ach so, also, ich glaube, in Watch Dogs 3, auch wenn ich das noch nicht kenne, ich glaube, da würde ich gerne leben. Ich glaube, ich mag San Francisco lieber als Chicago. Okay. Frau Schmitz. Also, ich wäre gerne so ein Kaminer, so ein vom Planeten Holzkamin. Ich würde den ganzen Tag lustige Dialoge mit, also die vor Selbstironie und Zynismus nur so triefen, mit den Leuten auf dem Planeten führen. Und ich würde jeden Tag woanders hinfliegen. Hopp. Mein Ding. Outer Wilds. Vielleicht dann doch lieber einer der NPCs sein, weil dann weißt du nicht, dass du in der Endlosschleife steckst. Ja, aber dann. Marshmallow. Minus der Sonnenexplosion. Outer Wilds minus der Zeitschleife. Oh, darauf kann ich mich einigen. Jean. Das finde also ich wähle einfach Tacoma, weil ich so großartig finde. Einerseits, weil es eine Welt ist, die das Schlechte im Menschen zeigen kann, aber trotzdem, und das ist so wichtig, Anlass zur Hoffnung. Darf ich ganz kurz noch was zu Tacoma anmerken? Der einzige zweifelhafte Charakter auf diesem Spiel, und da habe ich ein bisschen gelacht, in diesem Schiff, das ist ja der Biologe, ist ein Biologe, der so ein bisschen seine Familie, die auf der Erde ist, verarscht, und der ist was? Gamer. Nein. Gut, die Stereotypenüberarbeitung machen wir dann einfach mal. Ja. Immerhin kommen da Frauen vor. Ja, mehrere. Das ist ja schon. Sogar lesbische Frauen. Sie reden miteinander und das nicht über Männer. Das ist unfassbar. Ja. So. Es ist Zeit. Haben jetzt fertig geredet. Das sage ich dir. Es wird keine Zeitschleife geben, aber eine nächste Ausgabe des Quartetts der Spielkultur. Und zwar am 21.08.2019. Auf der Gamescom. Das ist der Mittwoch. Und ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Und es wird ganz fantastisch. Markus, vielen Dank. Auch natürlich auch. Vielen Dank, Christian Schimmer, Petra Schmitz, dass Sie hier waren. Ich würde einen großen Applaus an unsere fantastischen Gäste, die diese anderthalb Stunden definitiv nicht in eine Zeitschleife verwandelt haben, so spannend wie das war. Vielen lieben Dank dafür, für euren Input. Vielen lieben Dank, dass Sie alle da waren. Natürlich auch einen großen Dank an das Filmfest hier in München, dass wir hier zu Gast sein durften. Und Markus, empfehlen Sie uns weiter, kommen Sie am nächsten Mal vorbei. Ciao.